Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Salon Gaming. Weiß nicht, ob ihr schon mal ein Video zu diesem Fehler gemacht habt. Ist auch ganz egal, wir bauen uns heute eine 999,999,999 Euro Villa. Dazu haben wir hier schon 53.000 Euro. Fragt mich nicht, warum ich, beziehungsweise Dollar, fragt nicht, warum ich das habe. Wir kaufen uns jetzt hier erstmal die Einfahrt und die sieht schon sehr geil aus. Was ich hier dazu sagen muss, ist, dass diese Villa nicht nur, also das hier wird eine Villa von vielen. Denn in diesem Spiel kann man nicht nur eine Villa bauen, auch nicht zwei, auch nicht drei, sondern ganze vier Villen, glaube ich. Ich glaube, man kann sogar noch mehr, ich habe keine Ahnung. Wir holen uns auch irgendwann VIP hier für einen, keine Ahnung, was das Dollar-Dingsbums ist. Vielleicht mache ich das dann offscreen, dass ich dann hier die VIP kaufe. Ich kann natürlich hier auch das hier kaufen, weil ich hier ein bisschen rich bin, wie ihr hier sehen könnt. Aber ja, Vorderwand. Okay, dann kaufen wir uns hier die Vorderwand. Nice. Parkplatz werden wir uns nicht holen, weil wir einfach kein Money für 90k haben. Ist auch noch eine Vorderwand. Ah, das ist die Garage hier, ne? Noch eine Vorderwand. Okay, nice. Dann hier ist auch nochmal eine Vorderwand. Wo ist denn hier die Tür? Das ist die Tür, okay. Oh, jetzt kommen hier die Wände. Das ist eine Wand. Und dann ist hier auch nochmal eine Wand. So, jedes Mal, wenn wir Sachen kaufen, dann kriegen wir neue Dinge hier. Ein Einkaufs beträgt jetzt 211 Dollar. Rückwand. Ey, mich ausgesperrt. Da hinten ist auch noch eine Wand. Wir brauchen sie ganz dringend. Und hier ist dann auch noch die letzte Wand. Ey, warum sperrt er mich denn immer aus? Das geht doch nicht. So, dann die Feuerleute. Die müssen wir auch einmal hier kaufen. So. Geben Sie mir bitte das Geld, danke. Und Gras. Kaufen wir uns mal das Gras. Okay, sieht eigentlich ganz standardmäßig so aus wie jedes Gras normalerweise. Außenbeleuchtung, das holen wir uns doch. Und jetzt sind wir schon wieder arm. Da hinten ist auch nochmal Gras. Ah, da konnte man gerade sich Autos hin platzieren. Gerade gesehen. Kaufen wir uns hier auch nochmal Gras. Wir gucken uns hier gleich auch mal die Sachen an, die man hier alle holen kann. So, ein Busch für 3000 auf ganz entspannter Basis. Dann holen wir uns hier nochmal kurz das. Dann können wir uns hier Büsche kaufen. Hier, das, da kann man anscheinend irgendwie Autos hin platzieren. Ein Busch, ja. Okay, Leute, wir gucken mal, was kann man hier machen? Ach so, das sind hier so die Autos, die man dann kaufen kann mit Robux. Ah, und hier kann man jetzt dann Autos kaufen. Das günstigste ist 25.000, das hätten wir sogar schon holen können. Warum ist das denn? Warum ist dieses Auto denn hier? Ist das nicht weiter höher? Egal. Ja, das ist das Standard. Also das kann man dann hier kaufen und kann man es dann hier wahrscheinlich hin platzieren. Wir können hier mal auf Shop gucken. Hier kann man. Ah, hier kann man Geld holen. Das ist Hilfe, glaube ich. Kann man auch nicht anklicken, komischerweise. Und hier kann man sich dann die Autos kaufen. Okay. Das kann man hier, das Haus. Ja, das kostet auch nochmal 700 Dollar. 700.000. Setz dich ins Auto. Okay, und das kann man anpassen. Ja. Hier kann man sich dann nochmal VIP kaufen. Ja, das will ich mir ja auch holen. Ach so, hier anpassen und VIP. Das steht ja. Plus 20% Bargeld. Also hier. Hier rechts seht ihr ja dieses wie an den Dings, da kann man sich dann halt die also da sieht man halt wie viel Boost man hat. Das will ich mir auf jeden Fall auch holen, weil dann brauchen nicht mal 100 Jahre. Also eine Beleuchtung, ja, die brauchen wir auch, ne? Dann ein Dach, was wir uns nicht leisten können, weil wir schon wieder arm sind. Kann man das hier abschießen? Möchtest du Hauslock kaufen? Ne, das kann man, soweit ich weiß, auch hier irgendwann freischalten. Das finde ich nämlich cool, dass man nicht alles hier mit Robux unbedingt bezahlen muss, ne? Weil wenn ihr das jetzt direkt haben wollt, dann könnt ihr natürlich hier einfach für Robux das holen oder ihr spart ja auf 1 Million Dollar. Und das ist halt geil, dass dieses Spiel
nicht so Robux geil ist. Ne? Klar, man kann hier Sachen für Robux kaufen, weil das Spiel wird ja dadurch auch finanziert so. Ich bin jetzt selber Roblox-Entwickler. Und deswegen. So. Weiß ich halt, dass man das dann. Bei mir gibt es natürlich dann auch Roblox-Spiele. Geht einfach mal auf meinem Discord-Server. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr auf jeden Fall vieles mehr sehen. Und auch von meinem Spiel werden natürlich Roblox-Videos kommen. So, haben wir hier 4000. Okay, 5000 sogar. Was ist das Menü hier? Aus Neustart. Teleportieren Haus. Start. Abonnieren. Kann man hier drauf drücken? Nee. Also hier, das ist der Spieleentwickler, der es gemacht hat. Der hat auch noch ganz viele andere Spiele gemacht. Die ich, glaube ich, auch sogar schon mal gespielt habe. Ah, jetzt kann man hier so Fenster, Bürobeleuchtung und Bücherregal und sowas kaufen. Nice, nice, nice. Ausbeenden. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann man sich hier für Robux... ja, es gibt tatsächlich nur drei. Es gibt tatsächlich nur drei, beziehungsweise vier Häuser. Also das ist jetzt ich bin jetzt praktisch Level 1. Wir schreiben die auch irgendwas im Chat, alles klar. So. Bürobeleuchtung, ja, die holen wir uns direkt. Ein Schreibtisch. Okay. Leute, ich würde mal sagen, ich spare mal kurz auf paar Gelddingens und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt noch auf 50k gespart. Das reicht eh nicht, aber egal. Wir wollen uns ja langsam antasten. Eigentlich nicht, aber egal. Wir kaufen uns erstmal hier diese Kackfenster, die sind ja lebenswichtig, Schreibtisch. Dann die Bürowände, ein Bücherregal und das war's, Schatzschatz. Tatsächlich schon. Und natürlich die Tür. Die darf man natürlich auch nicht hin. So. Warum wir jetzt schon das Dach kaufen, will ich gar nicht wissen, aber wir kaufen es einfach. So. Okay, jetzt kann man hier draußen nichts mehr holen. Leider. Warte. Ach, da hinten kann man jetzt so. Kürzlich gesehen, wo man hier was holen kann. So. Ja, auch nochmal das Dach. Will ich. Ah, jetzt kann ich hier drinnen alles kaufen. Okay. Die Flurwände holen wir uns erstmal direkt. So. Dann hier auch nochmal die Flurwände. Dann hier eine Wäscherei. Und jetzt haben wir no money mehr. Perfekt. So. Dann nehmen wir hier mal kurz weiter. Ein Rahmen. Das ist wahrscheinlich das Garagen-Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Ja, natürlich. Wir haben 20.000 auf einmal. Dann kaufen wir uns hier erstmal den Boden. Zack, die Decke. Die Beleuchtung. Und jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Nice. Also das finde ich ein bisschen schade, dass man hier wirklich die ganze Zeit hinher rennen muss. Aber gut, man kann es auch einfach mit Robux kaufen. So ist es jetzt nicht. Garagentor für 4000. Ja, das holen wir uns auch mal kurz. Dann machen wir eben hier die Garage. Eigentlich wollte ich die Garage gar nicht machen. Aber ist ja nicht so schlimm hier, ne? So, Garagentor. Müsste sogar irgendwie auch aufgehen. Glaube ich zumindest. Also eigentlich sollte das auch aufgehen. So. Ja, Leute, ich muss mal kurz wieder auf Geld sparen. So, Leute, jetzt habe ich nochmal ein bisschen mehr Money in the Tash. Und gehen dann nochmal hier rein. So, wir waren ja hier am Ende dort. Wir kaufen uns hier erstmal Schränke, dann einen Waschbecken, dann eine Waschmaschine und Trockner natürlich und noch mehr Schränke. Dann hat er viel zu wenig. So, dann Türen. Wer fährt hier eigentlich die ganze Zeit mit diesem Kackauto? Na, hier kaufen wir uns Treppe, dann Geländer und jetzt haben wir ja schon wieder kein Geld mehr. Flurwände, ja. Wohnzimmerwände, die Decke, Boden und die Beleuchtung können wir uns sogar auch noch holen. So, und jetzt sind wir wieder arm. Nice. Geländer, okay. Ein Geländer holen wir uns dann auch nochmal. So. Warum leckt Kacke jetzt hier so?
Kaufen uns hier auch nochmal den Boden. Holzball. Aha, okay. Couch und sowas, ja gut. So. Holen wir uns hier auch nochmal das. So. Kommen wir uns hier mal den Rahmen, damit das eben zu leer aussieht. Garagentor reicht nicht mehr fürs Geld. So. Hallo. Zack. So. Kaufen wir uns hier nochmal das Garagentor. So. Wir sagen, Leute, wir sparen jetzt nochmal kurz, beziehungsweise ich spare nochmal kurz auf Geld und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder in Weg. Wir fahren gerade die ganze Zeit irgendwelche Autos rum, die übelst laut Krach machen. Nicht wundern. So. Wir brauchen uns ja erstmal die. Ja, hier wusste ich es doch, man kann es mit 55.000 holen. Habe ich gerade was gekauft? Egal. Treppenhaus. Ja. Die Decke. Dann die Beleuchtung. Dann Schritte. Was auch mal Schritte sind. Keine Ahnung. Ein Schrank und eine Tür. Ja. Dann die Couch. Dann ein Kaffeetisch, ein Kamin, ein Fernseher. Großes Fenster. 7000, alles klar. Dann einmal die Rückwand, großes Fenster, Glastür. Kann man hier schon rausrennen. Dann hier nochmal ein Kackfenster. Und dann kommt hier die Küche hin, die ich mir nicht mehr kaufen kann. So. Gehen wir hier oben mal raus. Holen uns hier eben kurz das Geld. So. So. Holen wir uns hier eben Geld. Genau das wollte ich tun. Nee, ich habe das Geld doch wahrscheinlich sollen. Ach ja. Haben wir 27.000. Und dann holen wir uns hier die Küchenwände. So. So, dann holen wir uns hier den Boden. Decke. Boah, ist die Beleuchtung gekauft. Schränke. Backofen können wir uns wieder nicht holen, weil wir schon wieder zu arm sind. Warte. 15, 15, 20, 25.000 brauche ich hierfür. Sagen wir mal 30.000. 30.000 brauche ich dafür. Ich habe gerade mal nur 10.000, perfekt. Egal. Die Hälfte haben wir ja. Beziehungsweise haben wir nicht mal, weil 1.000 Euro uns fehlen. So. Und der fährt hier auch wirklich die ganze Zeit lang. Ne? Backofen und Schränke. So, dann gibt es hier noch eine Arbeitsfläche. So. Zack. Dem 1,2 Mille. Also. Arbeitsfläche, ja. Ein Messer für 4.000. Alles klar. Das kostet jedoch ein bisschen mehr als gedacht. So. 4.000, okay. Hier einmal 4.000 für ein Messer. Wer auch immer 4.000 für ein Messer bezahlt. Okay, Leute, ich würde sagen, wie wir dieses Haus hier weitermachen, beziehungsweise diese Villa, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wieso noch weitere Links? Schaut da einfach mal vorbei. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Salo. Ciao, ciao.